Jesus, Julsche, hat dich ein Elvetritsch gebiss? Nee. Was ist denn los, Kind? Ich muss ein Referat halten. Was dann für eins? Ah, richtiges. Das kannst doch. Aber das Thema ist Politik. Ohne geht's nicht. Ajo, aber was weiß dann ich von dem Zeich? Dass du heimkommen kannst und nicht bis in die Nacht für fremde Leute nähe und wäsche musst. Dass du nicht 12 Stunden in einer Fabrik schaffen musst, dafür, dass du vernünftig das Bett hast und deinen Lohn musst auch nicht abgeben. Wieso soll ich meinen Lohn abgeben? Ach, für die anderen 8 Geschwister, wo noch nicht schaffen gehen können. Und dass es einmal in der Woche Knochen in der Suppe gibt. Was hat das mit Politik zu tun? Was glaubst dann du, warum du lernen darfst schon alles? Du tust schon Asse wegschmeißen. Ajo, aber das ist eine andere Zeit. Die blöde Partei als. Oh, lass das bloß nicht dein Vater hören. Ah, der hat doch eh keine Zeit für uns, welche dem seine blöde SPD. Du, soll ich da mal erzählen, wie blöd's meine Mutter gehabt hat und wie blöd's mein Großvater gehabt hat, wie sie hinter dem her sind, bloß weil er ein Rote war. Von unserer Familie ist nämlich keiner im Schloss geboren. Das wär was. Du, das war 1906, wie mein Großvater bei der Südmetall geschafft hat. Da haben sich eines Abends in der Kneipe der Bavaria die Arbeiter und Kleinwinzer getroffen. Oha, in dem Sam war ich stets Christentum Kopf. Das Wunder von Muschbach, die heimliche Wandlung vom Riesling in ein örtliches Gewässer. Du mit deiner Zwergäse kommst an eine kleine Kerker, wenn du mir mal recht gibst. Eckisch war ich heute am Angebot, der feine Herr, für mein gute weiße Muscht. Ganze 8 Mark hat er mir dann gegeben. Ganze 8 Mark für die Lochel. Für den weißen Most gibt's 5. Ich stehe am Ende vom Jahr mit einem Ertrag von 30 Mark da. Die Butter kostet schon 1,20 Mark. Gerade für die fiesmäßigen Speise ist das Schandgeld. Mit deiner Gäse kann man sich auch besser unterhalten. Du hast wenigstens Land. Land? 3a ist kein Land. Das ist ein Strich. Deshalb heißt es ja auch Landstrich. Du kannst mir kein Erwerb geben. Pachte? Ja, von was? Die Frau hat auch nichts. Die Genossenschaft kann die vielleicht Weißnäherinnen gebrauchen. Schick mir sie morgen mal rüber, dein Katrin, ich hab die groß wäsch. Jetzt, wo die Kleinwinzer die Genossenschaft haben, ich glaub, da geht's schon besser. Da schleppst du Lorel, Ruff und Luna und es wird nie leichter, weil immer einer von deinen Herren mit oben drauf hockt. Eine ganze Pyramide hockt da oben drauf. Pyramide? Woher kennst du so weiter? Weil ich lesen kann. Du lesen? Kann der lesen? Was verschweigst du mir noch, Phil? Ich lese die Pelzische Post und den Pelzer Boden. Und ich weiß, wer von diesen hohen Herren da oben zwischen Weihpanscherei vom Kadi steht. Du, und wenn das noch lauter rauskragelst, kannst du morgen betteln gehen. Denk doch an deine Kinder. Rosi, gib mir mal die Zeitung rüber. Das möchte ich mal sehen mit dem Lesen. Du, lest das mal. Den besten Mann im Pfälzer Land preist dieses Spruchs Verfasser. Du Mensch, du kennst den, ne? Es scheint sein Wein ein Diamant, nur nicht von reinstem Wasser. Ah, die Herren Metallarbeiter. Ach, die Reukschneider. Seht eure Mützen vom Hauptmann von Köpenick. Hast du Adelbäumeister verhaftet und die Stadt hast geklaut? Rühren. Nee, der sieht eher aus wie der Fischer, der Bäumeister Fischkopf von Muschbach.
weil ich den mal im Dunkeln treffe. Dem Schlasch auf den Hut. Um dem als auf den Hut zu hauen, vor dem du die Mütze ziehst, braucht's mehr als Mut. Durst! Zwei Schuppen. Hast du Geld? Nee. Und wer von euch tragt die Rotfahnen? Du tragst sie. Dir folgen sie. Hör mal auf. Und Schwab, hast die Wohnung. Grab dir ein Loch im Wald. Das kostet nix. Draußen sollen wir schlafen. Auf der Straße. Da kommen wir her. Da sollen wir auf der Recke. Und zwischendurch der Schufter fährt Siedmetall. In die Maschinen Dynamit. Und morgen fetzen die Fabriken in die Luft. Und am nächsten Tag am Galgenbaum. Ach, das magst du nicht. Bosch, das kann unser Weg nicht sein. Nein, ich bin gehorsam. Ich bin demütiger als das Blech. Das Blech hat Wert. Die klemmen uns in den Schraubstock. Die hämmern auf uns herum. Die Maschine treibt dich an. Die Maschine schleift dich mit. Die Maschine presst dich aus. Reißt dir die Haut vom Leib. Was nützt dir das Schreien? Dich hört doch keiner. Für was? Für einen Anzug, zwei Töpfe, eine Pfanne, ein zerschlissenes Bett? Schulden überall. Und am Ende reicht's fürs Armengrab. Wieso sind deren Hände nicht zerschnitten? Wieso stehen die nicht im Dreck? Wo ist unser Weg? Ich sehe da keinen Weg daraus. Zeig mir den, zeig mir den! Bosch. Wenn ich da morgens reingang durch das verfluchte Tor, so wie ein heller Rache mit der Mass, jedes Mal denke ich, da komme ich nicht mehr raus. Die Fabrik, die frisst uns alle auf. Ich feiere den Ofen und denke, wenn einmal zwei Kohle da sind, dann kommt die eng. Na, packe die mich, na, schmeiße die mich mit rein. Täte die uns so feiern, ohne einen Spaß, Grubel? Die Umlage verbrauchen sie für ihre Kriegsdenkmäler. Meine Kinder haben nichts zu knabbern und der Kaiser wird vergoldet. Wo ist da der Unterschied zwischen dem Schlachtvieh und dem da? Mir wird Angst, dass wir den Verstand verlieren. Dass ja bloß kein Krieg gibt. Karl, und du machst keine krummen Dinge. Was denn, was denn? Schau, willst du nicht etwas, welche Wohnung fährt denn? Dann fragst halt im Schloss. Vermieten die soziale Wohnungen? Im Hause des Herrn. Dann kommst halt für ein paar Nächte zu uns. Tja, da wird sich deine Frau aber freuen. Die kriegt sich auch wieder. Du, Philipp, ich sag halt einmal Dankeschön. Aber da kann ich auch nicht für immer bleiben. Wenn wir was verändern wollen, müssen wir mitreden im Rat. Wir müssen ins Rathaus. Und wenn wir da mitreden wollen, müssen wir uns aufstellen. Wir müssen uns organisieren, andere Partei. Ich mach Revolution! Da oben bloß Stahlwoll. Ach! Revolution, gut. Dann kann der Herr vom Hof die Rotfarbe von seinem Boy mit Blut auffrischen. Und wenn einer so kämpfen will wie du, dann sagt ihm nicht so gute Absichten, wo es lang geht. Dann ist er gezwungen, sich zu wehren, auch wenn er so nicht will. Dynamit in die Fabrik! Was die Winzer geschafft hat mit der Genossenschaft, das schaffen wir doch auch. Und dann? Streiken. Und dann? Den Knüppel. Und dann? Entlassen. Ja, wenn's glückt, hast du 2,20 Mark statt 2 Mark pro Tag. Was die Annelina schon lange haben. Für einen Pfennig ziehst du in den Krieg und wer keine Arbeit hat, der hängt sich gleich auf. Wenn die uns umbringen, meinst du, ich kann das nicht auch? Da bist du auch nicht besser als sie da oben. Willst du deine Kameraden umbringen? Werden sie doch so? Nicht, dass ich mich einmischen will, aber geht einer nicht kaputt drauf, dass er was tut, was er nicht tun will? Ich mein, was er nicht hat wolle. Was besest du, um was Gutes zu erreichen? Da wendet sich der Mensch gegen sich selber. Meine sehr verehrten Herren aus Industrie und Adel, hochlöblicher gemeiner Gemeinderat, die zunehmende Industrialisierung der Welt ist eine Tatsache. Im ökonomischen Miteinander müssen wir dieses bedenken.
Manche Länder mögen ungeeignet sein. In anderen mag dieser Vorgang nur ausnahmsweise oder langsam glücken. Aber im Ganzen können die heutigen Industriestaaten auf eine andauernde Vorherrschaft nicht rechnen. Das ist globales Gesetz. Wir brauchen Kolonien. Neue Märkte. Ajo, den Gang der Entwicklung kann keiner aufhalten. Und wenn ein Staat die grenzenlose Freiheit von seinen Geschäftsleuten einschränken will, so täten davon nur die Geschäftsleute von einem anderen Staat Nutzen ziehen. Da musst du aufpassen. Die ökonomische Welt steht nicht still. Erneuerung schiebt die an. Für ein tatkräftiges Volk bietet sich immer eine Chance zuzugreifen. Carpe diem, heißt es auch hier. Na, was heißt denn Carpe diem? Trink deinen Wein. Ach so. Wir brauchen so einer, der so reden kann wie die. Dann holst du halt den Leible aus Neustadt. Schau, wir wenden den Schmidtsche, wir wenden den Schmidt. Wir holen nicht den Leible, wir holen den Palzgraf. Was? Du willst einen Grafen holen? Der Erhard Franz Josef aus Ludwigshafen, den holen wir uns. Das ist unser Mann. Der ist Reichstagsabgeordneter und Landtagsabgeordneter. Ein Landtagsabgeordneter von der SPD? Das glaube ich nicht. Der ist zur Landarbeit abgeordnet. Wann ich euch sage, der kommt von Eschbach, das ist einer von uns. Der regiert mit. Was, der regiert mit? Wie die Gäse in der Büffelherd. Du lässt mal Gäse in Ruhe. Das möchte ich sehen, dass so einer nach Muschbach kommt. Der kommt. Rede halten und Rede halten. Wenn man reden essen könnt, wären alle satt. Die hohen Herren sind sich einer Schuld nie bewusst. Ja. Die machen, was sie wollen. Genau. Wie meinst du das jetzt wieder? Der Erhard, der lässt sich mit denen für uns an. Der weiß, wie man denen beikommt, dann lässt denen nichts durchgehen. Und er kämpft auch für dich. Und was will er dafür? Trittst du in deine Partei? Ajo! In die Schiene lass mich nicht trinken. Weil du da bist, Herr Glewinser, hoffst, dass man Land erbst, wenn dich noch mal eine will. Und dann? Gehst du in den Gesangverein, stehst neben der Küste und schlupfst den Bäuermeister von hinten in die Schlappe. Und am Ende? Ist auch bloß ein Stickelblech und sie stanzt das Kreuz neu. Aber du bringst lieber ein Lied zusammen zwischen deinen paar armseligen Wäusteck. Ich lebe länger wie ihr. Mensch, weil du Land hast. Ein Dreck hast du. Weil ich zäh bin. Mir ist mal Frau gestorben, mir sind drei Kinder gestorben. Glaubst du nicht, ich weiß, von was ich rede? Den Wingert habe ich einen Doktor geben wollen, nur dass er mir die Frau retten soll. Abgewunken hat er, die Lage sei schlecht. Ich soll beten und mich in mein Fatum fügen. Fatum. Was heißt ein Fatum? Schicksal. Ich habe mal Genossenschaft und Ruhe ist. Wir müssen zusammenstehen, zusammenhalten. Mehr Arbeiter und Erwinser, Weih und Eisen. Anders erreichen wir nichts. Wir brauchen die SPD. Die sind stark. Die haben viele Mitglieder. Die können was erreichen. Weil sie solidarisch sind und weil sie zusammenhalten. Und weil sie den Mut haben zu sagen, Schluss aus mit der Kriegstreiberei. Friede auf der Welt und Arbeit, die gerecht bezahlt wird. Und Wohnungen, die menschenwürdig sind. Und Schule. Ach, für uns. Und dass du schon, dann musst du verkaufen darfst zum anständigen Preis. Dafür kannst du kämpfen und untergehen. Aber es gibt Hunderttausende, die aufstehen und rufen, der schon, der gehört zu uns. Da machen wir nicht gerade mit. Da kommen die nicht an. Ich hol den großen Gepalzgraf und dann sehen wir weiter. Trinken wir einen. Die Fabrik soll nicht der Herr sein und der Mensch soll nicht das Mittel sein. Aber wenn man leben muss, ist das Muss stärker. Damit sind wir getauft worden, mit dem Muss. Mir langt's! Mensch, Karl, mach keinen Fehler. Euch ein Kumpel, dann lassen wir nicht gerade alle. Wann das bloß kein Beses Erwache gibt. Ich erwache immer Beses. Weil mir die Knochen so sau wehtun, dass ich heile mich, bevor ich die Arche aufschlage. Wo man das ganze Leben lang sterben möchte,
zahlen. Und wenn ich hier heute über die Sozialdemokratie und ihre Gegner spreche, dann meine ich mit Gegnern gerade diejenigen, die der ländlichen Bevölkerung einreden wollen, die Sozialdemokraten wollten die Bauern und Winzer vernichten. Die gruseligen Sozialdemokraten wollten den Mittelstand vernichten. In Wirklichkeit aber, und das wisst ihr alle, wird dieses Zerstörungswerk vom Kapitalismus betrieben, Genossen. Der Bauer, der Winzer, der Kleinhandwerker steht heute im selben Verhältnis wie der Arbeiter. Das soll aber nicht verstanden werden. Das zu hintertreiben wird in aller Schärfe politisch versucht. Das macht sich auf der ganzen Linie bemerkbar. Wo aber finden die Weltmachtgelüste der Militär- und Flottenschwärmer? Ja, ich sage es noch deutlicher. Der Kriegstreiber, ihre größte Unterstützung bei den Liberalen. Und bluten dafür muss das deutsche Volk mit immer mehr Steuern. Ja. Die Schuldenlast des Deutschen Reiches hat so überhand genommen, dass kein Raum mehr ist für soziale Leistungen. Und weiterer großer Schaden wird angerichtet durch die Parteien, vor allen Dingen wieder vom Zentrum und von den Liberalen. Mit dem neuen Zollgesetz. Denn dadurch haben es einzelne Industriezweige zu Filialen im Ausland gebracht. Um konkurrenzfähig zu bleiben, wie Sie sagen. Während der Arbeiter und der kleine Mann das Fleisch vom Metzger nur als Fata Morgana kennt. Diese Teuerungsverhältnisse sind keine vorübergehende Erscheinung, wie man euch einreden will. Sie werden anhalten und werden sich verschärfen. Und sie werden euch, das sage ich in aller Deutlichkeit, die Kehle zuschnüren. Der Arbeiter muss um seine Existenz kämpfen, um nicht zum Kuli herabzusinken. Die Gesamtheit schafft den Reichtum, also sollte auch Anteil daran haben. Genau. Das Gegenteil ist heute der Fall. Seht doch hin, Genossen, da oben die Harter Schlösser oder in Deidesheim die Villen der Weinbarone und hier in Musbach armselige Winzerhütten. Zu unseren Parteien, als da wären Zentrum, der Bund der Landwirte und die Liberalen, sage ich nur, aus dem Liberalismus ist eine Kapitalismuspartei geworden. Sie sind die Gegner des Arbeiters. Sie untergraben den Mittelstand. Selbst das allgemeine Wahlrecht greifen Sie an. Der Liberalismus ist der Verbündete der Konservativen. Und die Jungliberalen leisten Ihnen Hausknechtdienste. Diese Partei hat ihren Niedergang sich selbst zu verdanken. Kommen wir zur Weinfrage, Genossen. Ich möchte aus den jüngsten Vorkommnissen ganz gewiss kein politisches Kapital schlagen. Kein Stand aber, das muss ich euch sagen, ist uneiniger als der der Winzer. Weil sie in jedem Jahr und in jeder Gegend anders über die Weinfrage denken. Ich selbst habe ja dem Weinparlament angehört und bin in aller Hochachtung vor die hingetreten, die mit ihrer reichen Erfahrung diese Sache fördern sollten. Aber schon bald musste ich sehen, dass da so mancher
ganz andere Interessen vertreten hat als die der Winzer und des reellen Weinhandels. Man hätte eine Bestimmung ins Weingesetz bringen sollen, nach der die Panscher mit Geldstrafe und mit Gefängnis bestraft werden. 3.000 Mark Gefängnis für den Boy-Panscher Sartorius und die 3.000 Reichsmark, die er zahlen muss, noch oben drauf. Das wäre ein guter Anfang für ein Boy-Gesetz. Um das mal klarzustellen, mit uns Sozialdemokraten ist eine Weinsteuer nicht zu machen. Eine Steuer verteuert den Wein und bedingt den Rückgang des Konsums. Auch das Fälschen ist umso lohnender, je mehr der Wein kostet. Ich weiß ja, dass die Wirte sich beleidigt fühlen, weil ich im Reichstag behauptet habe, dass manche Wirte ihren Wein noch verbessern. Es ist dem leider so. Und wir müssen den Tatsachen ins Auge sehen, Genossen. Dazu, dass der Kleinwinzer am Ende auf seinem Wein sitzen bleibt und ihn selber trinken muss, dazu darf es nicht kommen. Und es darf nicht dazu kommen, dass die Chemie im Keller die Qualität des Weines bestimmt. Und dagegen müssen wir uns gemeinsam wehren. Und dann erlaubt mir noch die Anmerkung, jenes perfide, gemeine Flugblatt, das am Vorabend der Reichstagswahl ausgeteilt wurde, in dem die lügenhafte Behauptung aufgestellt wurde, die Sozialdemokraten seien die Feinde des Winzers. Dieses Machwerk ist hier, ist in Musbach, auf dem Johanniterhof entstanden. Und dann habt ihr dem alten Sartorius noch einen Fackelzug gebracht. Das war nicht die Muschmalerei, das war der Leichtere. Ich nehme das zur Kenntnis. Dann hat die Sartorius-Presse auch hier mal wieder die Wahrheit verbogen. Wahrscheinlich. Wir Sozialdemokraten wollen, dass der arme Winzer seine Trester zur Weinbereitung benutzen darf. Natürlich mit Deklarierungszwang. Die großen Weinleute haben daraufhin ein Riesengeschrei angestimmt. Und was zeigt sich jetzt? Es wurden bei denen aus dem angeblich unbrauchbaren Trester die feinsten Moselblümchen fabriziert. Skandal! Und da frage ich euch alle, wer ist denn jetzt der Feind der Winzer? Ich bin der Erste im Reichstag gewesen, der die Pfalzweine und speziell den Musbacher Wein verteidigt hat. Und da kommen dann Dankschreiben aus Musbach. Eine Kommission besucht mich in meiner Wohnung und stattet mir den Dank der Winzer ab. Aber in der Öffentlichkeit ist das anders. Nach Dürkheim wurden Abgeordnete aller Parteien eingeladen, nur die Sozialdemokraten nicht. Und man hat in der Zeitung den bürgerlichen Abgeordneten gedankt für ihr Eintreten zugunsten der Winzer in der Kammer. Den Sozialdemokraten nicht. Ist das schäbig oder ist das nicht schäbig? Die Versprechen, die in Dürkheim von den Bürgerlichen gegeben wurden, sind bis heute nicht eingelöst worden. Da waren wohl einige, die wollten den Betrügern nicht zu wehe tun. Und ich sage euch ganz deutlich, wenn ihr Winzer euch heute in einer ungünstigen Lage befindet, dann liegt das an eurer Uneinigkeit. Also schließt euch an, lasst uns zusammen etwas erreichen. Schenkt den Verleumdern keinen Glauben. Die uns politisch ausschalten wollen, die haben schon den größten Schaden angerichtet im gesamten Deutschen Reich. Mit denen gibt's nur eine Richtung. In die Katastrophe.
Also, schließt euch uns an. Kämpfen wir gemeinsam für soziale Gerechtigkeit und eine gesunde Wirtschaft, für einen sauberen Wein zu einem reellen Preis. Und wenn ihr alle das wollt, für eure Zukunft das Beste, für eure Familien, für eure Kinder, dann tretet heute, jetzt in den sozialdemokratischen Verein Musbach ein. Draußen, so im Feld. Ihr glaubtet schon zu halten und zu wissen. Und da versank fast eure ganze Welt. Die Welt ist falsch. Sie ist doch kein Exempel, wozu der Lehrer seine Lösung hat. Sie ist real und warf euch alle Tempel und was ihr lieb gehabt um, wie ein Kartenblatt. Ihr mahnt die Jungen, tapfer durchzuhalten. Gewiss, das scheint ja unsere Pflicht. Doch was da in euch war, vom Guten, Alten, das gibt's in Zukunft alles nicht. Der neue Weg, die neue Stufenzahl, der oben und der unten, seltsam Spiel. Hier gilt der Clan, die Masche und das Kapital. Das, was wir ehren, gilt nicht viel. Geht in den eigenen Reihen, belichtet von der Zeit, das Misstrauen um. In seinem Schatten, Neid und Gier, ist unser Kampf bereits verloren. Was dann noch bleibt, das Wer ist wer, vertreibt den Einzelnen das Wir. Muss das so sein? So darf es nicht bis zur Neige, nicht bis zum Ende gehen. Wir sagen Nein, wir halten durch. Es scheint mir gar nicht feige, auch heute sozial und demokrat zu sein. Sprecht mit uns Jungen von den vergangenen Kämpfen, doch davon mehr, wenn Mut zur Prüfung wird, dass wir den Träumen eurer Jugend die Achtung tragen, die ihnen gebührt. An diesem Abend, dem Mai 1906, trafen 45 Mitglieder in die SPD ein und gründeten den Ortsverein Musbach. Erster Vorsitzender wurde Müller Johannes, zweiter Vorsitzender Naumann Paul, Kassierer wurden Kaiser und Köhler, beide Philipp, Schriftführer wurde Greitmann Jakob und die Revisoren der Mummer Jean, der Hartmann Eugen und der Schmied Max. Und das alles unter meinem Adler sei schwingen. Eventuell eine